Moin, g'day. Quick Video. After a long time. Nach einer ganzen Weile endlich wieder ein Video von uns. Das Video jetzt ist von. Ah, du kannst ja auch was sagen. Kurztrip von Canberra sind wir runtergefahren, über Sydney zurück und dann Coralbin zum neuen Grundstück und damit ihr mal seht, was da passiert. Yep, just a quick trip to Base Camp, Canberra and back. Alright, take it easy. Alright, moin, hello, we are ready to go to Canberra. We're gonna hit the road any minute now. Got Kirsten getting ready. I can hardly see when you get him out, wenn Kirsten rauskommt. Wir haben gerade heute Morgen Airbags gekriegt, unser Suspension just got airbags in the back. So it should be a really nice ride on it. Wir haben gerade für unsere Aufhängung hinten Luftkissen bekommen, LKW Luftkissen, weil das ja doch ein bisschen mehr Gewicht ist. Gewicht ungefähr 3,8 Tonnen, das ganze Auto. It weighs about 3.8 tons, the whole truck. Moin! Kerstin fährt. Die fährt die ersten 2 Stunden jetzt oder so. Oh, wir haben Baustelle. Erstmal die ersten 2 Stunden und dann geht das weiter, dann fahre ich den Rest. Irgendwie wollen wir jetzt mal noch mal 8 Stunden fahren oder so. Gucken, wie es hier so ist. In die Baustelle. Das dauert erstmal, bis wir in Sydney sind. Das wird dauern. Schönen Tag noch. Tschüss. Jo, 2 Stunden später. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt sind jetzt. McLean ist called, ja genau. Da ist eine nagelneue Brücke, sonst ist die alte Highway da rechts. Das rechts, da wo die alte Brücke ist, das ist die alte Highway. Und das ist jetzt die neue. Das letzte Mal, wo wir hier waren, sind wir da drüben gefahren und da wurde die gerade gebaut hier. Da gab es die noch nicht mal. Jetzt muss sie arbeiten. Jetzt muss das Auto arbeiten. So. Jetzt kann sie mal was tun. From the pedal to the metal. Da ist nichts mehr. Da geht's Richtung Meer. Oh, sorry. Und da ist die alte Brücke. So eine Hubbrücke. Oh, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's gleich wieder schneller. Oh, ja. Gib Gas, Max. Was tun wir, kleine Mäuschen hier? Alright. Mal sehen, wie weit wir kommen. So. Da sind wir. The big banana. Coming. Coffs Harbor, here we are. Oh, the big banana. Where is it? Yeah, there she is. There's the big banana. Oh, kann man sehen? There you go. Sollen wir erstmal wieder tanken? Und dann geht's gleich weiter. Yep. That's pissing.
das denn jetzt? Keine Ahnung. Das war mitten im Tunnel. Wir anhalten müssen. Cool. Okay, und immer noch weiter. Ich bin schon wieder blau hier. Wow, das ist so cool. Das habe ich noch nie gesehen im Tunnel. Okay, Lake George. Auf dem Weg nach Canberra. 40 Kilometer noch. Ja, ist ja gar nicht so hässlich hier. Also, die Umgebung. Und es ist 11 Uhr in New South Wales und 19, ganze 19 Grad. Ja, es war freezing. Jesus. Heute Morgen. Welche Eisfüße. Jo. So. Ja. Oh, Maggie. Also, jetzt sind wir hier. We made it. We made it. But look at these things. So full. Let's go and have a look where we can find a spot. Thank you! There was no one here. I think everybody's here. No one's coming. Now everybody's coming. Das ist die Schlange hier, die jetzt noch reinkommt. Hier ist alles voll, wie man sehen kann. Hier kommen sie alle noch rein. Das haben sie jetzt noch aufgemacht da hinten. Den Section da, weil sonst alle nicht gepasst hätten. So, yeah, there's a lot of people here. It's gorgeous. Danke, sind da ein Element. Talking to people, organizing people. There you go. This is what it looks like, 8 o'clock, 9 o'clock in the morning in Canberra.
aus hier. Wir sind jetzt irgendwo in Sydney Richtung Harbour Bridge. Da drüben ist der Harbour Bridge. Da drüben ist die Harbour Bridge. Wo würden wir hier jetzt durchkommen? Ich krieg schon wieder einen Vogel hier. Kerstin kriegt einen Vogel. Alright, leg das Ding weg. Ja, konzentrier dich auf die Straßen. Da will er auch noch Fotos machen. Der fährt. Unglaublich. Ich müsste jede Sekunde kommen. Ach, so cool mit den ganzen Häusern, ne? Ja. Dass man mitten durchfährt. Ja. There she is. Okay, I've got to get across in a minute. So, jetzt sind wir angekommen und er hat ordentlich gebastelt. Hier muss natürlich noch sehr viel mehr gemacht werden. Das muss alles noch hoch. Mal sehen, jetzt kann man das auch vielleicht mal ein bisschen sehen. Weil mein Shed kommt ja hier hin, aber das muss alles gefüllt werden und nach oben eine Retaining Wall, also eine Mauer kommt hier noch hin. Kerstin kann schon fast einziehen. Ne? Da ist sie, also ihre Seite ist schon fertig. Das ist so gut wie dann da oben, hat er auch gesagt. Das ist eigentlich fertig. Der große Gumtree da war ein riesen Baum, der musste weg. Das war zu dicht dran, hat er auch gesagt. So, und das muss eigentlich noch, oh Gott, das muss viel höher alles werden. Aber er sagte, weiß nicht, wann er wiederkommt jetzt, hat er nicht gesagt. Wir müssen, Stützmauern heißen die nicht, ne? Was der Geil, wie das auf Deutsch heißt. Eine Stützmauer? Hier kommt eine Mauer rein. Also hier kommen große Basaltsteine kommen hier wohl rein. Ich glaube, das nennt sich Basaltstein. Da und die ganze Längs, da kommen Steine rein. Die sind 1 Meter mal 50. Und die kommen dann übereinander und die werden hier reingepackt dann. Wie gesagt, hier war eigentlich ein Riesenbaum war hier. Der musste weg, der war zu dicht dran. Und da liegt der Baum jetzt. Da müssen wir uns nachher drum kümmern, was wir damit machen.
Naja, dann kann man den Unterschied mal sehen. Da muss auch irgendwie alles, das muss irgendwie noch alles gerade werden, dass da mein Schuppen hin kann. Schöne Brise haben wir, 28 Grad. Sehr nett. Hier wird, da kann man es vielleicht gerade sehen, da bis da. Und da kann man noch was neben parken. Da wird noch so eine Parkstelle sein für ein Auto, für irgendwas. Boot. Was immer wir finden, kommt daneben dann. Wenn Leute zu Besuch kommen. Naja, dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht, ne? Mal sehen. Also wir haben erst mal angefangen. Das ist die Hauptsache. Are you happy? Was heute? Valentine's Day. Der 14. Wir sind jetzt gerade von Canberra ja wieder hier raufgefahren. Und ja, was machen wir jetzt? Nicht mehr viel und dann. Oh, ja, also wir werden dann mal gucken, wie das vonstatten geht. Oh, jetzt schnacken wir mal mit den Nachbarn. Ja.